Moin meine YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier und heute mit dem Thema, wie plant ihr euren nächsten Yu-Gi-Oh! Einkauf? Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele gar nicht normalerweise stellen und sich denken, what the hell, Victor, was hast du schon wieder geraucht? Was hast du schon wieder für komische Videoideen? Smoke? Erstens will ich damit beantworten, nee, ich habe nichts geraucht, ich bin nicht Raucher und zweitens, manchmal machen wir halt sowas. Wir haben schon mal so ein... so ein Booster-Opening-Video gemacht, wie ich erklärt habe, wie ich meine Booster öffne, weil entsprechend irgendwelche Fragen da in den Kommentaren aufkamen. Und dann kamen jetzt quasi auch wieder solche ähnlichen Fragen auf Richtung, ja, wie mache ich meine Openings, wie plane ich das, wie weiß ich, was ich kaufen möchte und wie ist so allgemein dieser Hintergrund hinter mir. Und da dachte ich mir, hey, dann machen wir doch mal eine Episode drumherum, weil ich glaube, ich habe noch nicht so richtig darüber geredet, wie ich wirklich meine Openings plane, mehr oder weniger, und was ihr da nicht im Hintergrund seht. Ja, das ist halt so das Thema, was ich heute mit euch besprechen möchte. Daher werde ich auch gleich wieder die Kamera mitnehmen und mit euch mal so ein bisschen drüben in der Ecke stehen. Und dann werde ich ein bisschen erzählen, was eigentlich so ein bisschen der Hintergrund ist, ja, wie ich meine Sachen eigentlich plane. Und dabei möchte ich halt auch wissen, wie macht ihr das eigentlich? Weil das hört sich jetzt mal zuerst total banal an. Ja, ich komme jetzt Sets, ne? So. Ja, aber nach welchem Muster, welchen Kriterien und aus welchen Gründen und... wo und wie ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, weil dazu haben wir schon zwei Videos gemacht. Dazu haben wir einmal ein Video gemacht, wo wir halt Produkte öffnen und auch mal mit Einzelkarten. Aber Einzelkarten sind ja sowieso nicht das Thema, sondern das allgemeine Produktopening. Und dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Wenn ihr das wollt, könnt ihr es hier nochmal hier abchecken, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, wir steigen ein. Ich klemme die Kamera hier mal wieder ab und wir gucken uns einmal aus der Nähe einfach das mal an. Ups, ja genau, so nah gucken wir uns das auf jeden Fall an und schauen uns einfach mal an, was wir hier so haben. Für alle Leute, die sich wundern, hey, wo kommt diese krasse Display-Wall her, kannst du mal ein bisschen mehr dazu erzählen? Dazu habe ich auch ein Video gemacht vor einigen Monaten, das findet ihr jetzt hier. Und da könnt ihr einfach mal checken, so ein bisschen Hintergründe, wie allgemein dieses ganze Office aufgebaut ist und wie mein altes aussah. Genau, steigen wir doch mal ein, Openings. Ja, ihr seht hier, wir haben jetzt hier wieder ein paar Produkte bei mir. Man sieht bei mir seit Jahren immer irgendwo im Hintergrund irgendwelche Produkte rumliegen. Und viele Leute kommentieren immer so, oh, Wahnsinn, wie schafft ihr das, nicht die Dinger aufzumachen? Ich würde ja ausrasten und ich würde die Dinger sofort aufmachen. Ist bei mir halt nicht so, weil, ja, ich mache das schon ein bisschen länger und ich muss mich halt zusammenreißen, weil ansonsten müsste ich ja halt irgendwie, wenn meine Videos, keine Ahnung, schon ein halbes Jahr alt, wenn ich sie dann veröffentlichen würde, weil dann so viele Openings pre-aufmachen müsste und pre-aufnehmen, das ist irgendwie nicht so der Sinn der Sache, soll immer so ein bisschen aktualitätsbezogen schon sein, zu dem Zeitpunkt, wo ich es halt aufmache. Und das ist halt nicht das Einzige, was wir hier haben. Wir haben hier halt doch viel mehr Produkte, darüber müssen wir erst gar nicht reden. Genau, steigen wir jetzt mal ein mit, wie plane ich meine Openings. Ihr kennt das ja so ein bisschen, ich versuche so eine Art Format, also ich habe das Montags-Openings-Format und das Donnerstags-Openings-Format für die Leute, die das noch von pre diesem Jahr kennen, habe ich montags immer Openings gemacht mit Produkten, die ich zum ersten Mal hier aufmache oder in einer anderen Konstellation. Also ich möchte nie das gleiche Montags-Opening haben. Das haben wir bisher nur einmal gehabt und das wird es auch nie wieder geben, dass es zweimal das exakt gleiche Opening in selben Kombination, Displays und alles ergeben wird. Und deswegen habe ich halt immer montags halt gesagt, okay, dann machen wir sowas wie Random Pack Openings, die sind halt super random, weil halt immer unterschiedliche Booster drin sind. Da machen wir halt Oldschool-Produkte auf, wenn ich irgendwelche finde. Alte Tins, alte Displays, alte Special Editions, alte Sondereditionen, alles was man da gibt. Und natürlich auch neue Sachen, wenn die neu rauskommen, machen wir dann halt auch zu dem Tag auf. Und donnerstags haben wir halt immer so gemacht, okay gut, dann machen wir da halt auf, was der Rest so ist. Manchmal halt einen neuen Release da mal genommen, weil ja donnerstags normalerweise der Release von neuen Yu-Gi-Oh! Produkten ist. Und das haben wir halt dann gemacht. Aber das habe ich jetzt für dieses Jahr geändert, so dass wir versuchen, so weit wie möglich, sofern wir die Produkte schon vorher haben, schon das Opening direkt am Donnerstag zu machen, sodass der Montag ein bisschen freier ist und sodass wir dort ein bisschen mehr anderen Stuff machen können, als immer nur neue Produkte rauszuhauen und dass der Donnerstag relativ leer läuft, weil ich relativ selten das Gleiche immer kaufe. Das ist vielleicht schon mal für euch ein bisschen coole, nette Hintergrundinfo. Ich kaufe meistens, wenn ich was aufmache, nur einmal. Ich kaufe es mir meistens nicht noch ein zweites Mal. Deswegen haben wir gar nicht so viel wiederholende Openings von den gleichen Produkten, weil, weiß ich nicht, habe ich ja schon mal aufgemacht. Ist auch so eine Sache, weswegen ich mir ein bisschen den Arsch beiße, weil ich habe auch ein paar Sachen aufgemacht, bevor meine YouTube
Karriere habe ich Sachen aufgemacht, wie zum Beispiel mein allererstes Display. Wo ist es hier? Battlepack Epic Dawn müsste hier irgendwo rangekleistert sein. Ich bin gerade blind. Auf jeden Fall ist es von War of the Giants. Das haben wir halt aufgemacht und das gab es halt die ganze Zeit für 50 Euro bei allen möglichen Händlern. Und ich habe es nie gekauft, weil ich habe es für mich persönlich aufgemacht, aber nie auf dem Kanal. Und heutzutage bin ich mir arschbeißen, aber das Ding kostet irgendwie das 7, 8, 9-fache davon. Und das ist halt so, hättest du doch mal lieber für 50 Euro mal das Ding geholt, auch wenn du schon mal aufgemacht hast. Auf dem YouTube-Kanal hast du es noch nicht gemacht. Ich habe so ein bisschen so diese Einstellung, ja, ich möchte nicht etwas zweimal aufmachen eigentlich. Deswegen seht ihr es halt relativ selten, dass ich was zweimal aufmache. Es sei denn, es ist halt irgendwie was sponsert oder wir machen halt so ein Case-Ding. Ich finde halt, so ein Case-Opening unterscheidet sich schon komplett von einem normalen Opening, weil mit einem normalen Opening geht man halt tief in diese Details rein, in einem Case. Aufreißen und gute Karten ziehen, ne? Das ist halt so das Thema. Und genau, ich habe halt so ein paar Formate, halt so Retro-Openings habe ich bei mir. Ich habe Random-Pack-Openings. Und Random-Pack-Openings bilden sich halt so, dass ich einfach... Ihr seht hier schon ein paar Booster von denen, die wir halt so Random-Pack-Openings hier zur Verfügung haben. Das sind alle, die ich momentan zur Verfügung habe und ich date das immer dauernd ab. Entweder gehe ich halt einkaufen in den Locals und hole mir da welche von einem, in Kombination mit dem Lost Art Promotions, das ist eigentlich ganz cool. Da hole ich mir immer wieder mal alle möglichen random Booster voll. Und Olli hat halt ganz cool ab und zu so einen richtig oldschoolen Stuff, den wir halt auch mal aufmachen können. Wie ihr seht hier zum Beispiel hier ein Flaming Eternity oder so. Das sind halt so Sachen, die man halt nicht so täglich über den Weg läuft. Viele Sachen kaufe ich halt auch online. Ich habe schon länger nicht mehr online für Random Pack Openings eingekauft. Ich habe früher halt gerne mal so einfach geguckt, wo ist irgendwie so ein... Keine Ahnung, damals glaube ich Cross Source und Secrets of Eternity Displays für 30 Euro oder so waren die. Dann habe ich die einfach gekauft, auch wenn die Sets mich nicht so wirklich interessiert hatten. Habe ich einfach gekauft, weil die einfach nur 30 Euro waren und dann konnte ich halt daraus ganz viele Random Pack Openings machen. Konnte die halt immer aus den Displays nehmen und dann daraus, ja, mein Opening quasi bilden. Das war halt so ein bisschen die Intention. Heutzutage ist es halt so ein Mix, halt entweder aus Locals-Einkauf, im Internet, wo ich dann halt gucke, okay, was habe ich denn schon? Was könnte man mal wieder aufnehmen? Was könnte man wieder mit reinnehmen in den Produkt? Was haben wir schon zu oft aufgemacht? Was ist vielleicht nicht so cool? Oder ist irgendwie so, wer hat was ganz Besonderes mit am Start? Könnte man sich das irgendwie sichern? Und dann bin ich halt immer so ein bisschen auf der Ausschau und dann entscheide ich das relativ spontan und so... Nach Gefühl, wirklich nach Bauchgefühl. Da gibt es kein richtiges System dahinter, wie und was ich da jetzt eigentlich nehme. Daher sind bei Random Pack Openings halt immer so viele unterschiedliche Sachen mit dabei. Ja, meistens versuche ich halt weniger Einzelbooster zu holen und so mehr eher so wirklich Displays. Das hat sich in letzter Zeit ein bisschen, haben wir nicht gemacht. Deswegen haben wir jetzt relativ viel... Ja, sagen wir mal, Abwechslung dadurch, dass wir auch noch eine dritte Art von Random Pack Opening Zugang haben, nämlich durch meine Zuschauer, wenn die mir was per Abo-Post senden, da haben wir ein paar sehr spezifische Spezies, die halt extrem viel mehr einsenden, dann haben wir halt auch da von denen noch so ganz viele Random Booster, die mit dabei sind, deswegen ist es alles so ein bisschen drunter und drüber, was das angeht. Genau, ich versuche halt so ein Random Pack Opening alle zwei Wochen zu machen. So dass wir halt relativ schnell unseren Count hochkriegen, weil ich habe für das 100. Opening noch was vorbereitet. Wir hatten ja schon mal beim 13. Random Pack Opening was Besonderes gemacht, weil 13 mein Lieblingszahl ist. Beim 100. würde ich gerne auch noch mal was Cooles machen. Aber bis dahin Geduld. Genau, das ist halt so zu Random Pack Openings. Die versuche ich halt alle zwei Wochen irgendwie zu machen. Und halt zwischendurch versuche ich halt andere Sachen zu machen. Vielleicht das, was ihr am meisten hier auf dem Kanal seht, sind halt Neuprodukt-Release-Openings. Das habe ich anfangs, als ich angefangen habe mit YouTube, nicht so viel gemacht. Weil ich auch nicht das Geld hatte. Ich war Student und es war schon ziemlich teuer, sich die Displays dann zu holen. Ich glaube, wir waren schon richtig excited, dass wir damals mit Daniel, glaube ich, zwei Legacy of the Valiant Displays oder so gekauft hatten. Da war schon so, oh, das ist voll viel. Heutzutage machen wir ja gerne mal ein Case auf. Wir haben ja angefangen mit New Challengers oder man könnte auch sagen Legendary Collection. Was war das? 5Ds waren quasi unsere ersten Cases. Da hatte ich halt einen Job gehabt und da habe ich gesagt, gut, dann hauen wir mal auf die Schippe und machen das mal hier drauf. Heutzutage ist das halt so ein bisschen, es hat sich so viel gewandelt in der letzten Zeit. Von 2017 bis 2018 haben wir in Kooperation mit Trader Online hatten wir von den Hauptsets Cases zur Verfügung gestellt und von jedem Produkt hatten wir halt immer wieder einige Displays zur Verfügung gestellt bekommen. Die haben wir dann hier aufgemacht, entsprechend halt als Montags- oder Donnerstags-Opening oder als Opening-Challenges, Try-Challenges oder als Case-Openings. Das hat sich halt gewandelt. Wenn ich vor 2017 immer selbst das Zeug gekauft hatte, für die neuen Sachen war das dann halt Trader für die letzten zwei Jahre. Und seit diesem Jahr, mit Übergang auch letztes Jahr, bekomme ich halt von Konami Produkte. Ihr habt auf der rechten Seite sehen wir, da haben wir noch ein Produkt von denen, das ist Order of Spellcasters. Das haben wir aber schon aufgemacht, das hatte ich glaube ich
selbst aufgemacht, weil ich hatte, glaube ich, das Display bekommen noch bevor Konami mir das so gesendet hat. Deswegen habe ich das einfach aus meinem eigenen Pensum rausgenommen. Da kommen wir aber gleich noch dazu, warum ich auch noch selbst eigene neue Produkte mit dazu kaufe. Genau, von Konami kriegen wir halt auch immer die neuesten Produkte zugesendet, manchmal vor Release. Das krasseste war, glaube ich, das Speed Duel Arena of Lost Souls. Das haben wir eine Woche vor Release bekommen. Da haben wir auch erstmal dumm reingeguckt, weil, der Spoiler ist noch komplett unbekannt. Aber da mussten wir halt ruhig sein und durften halt nichts dazu sagen. Das war ganz cool eigentlich. Manchmal kriegen wir die dann ein bisschen später oder halt irgendwie in so einer Sammelkollektion, wie wir es, glaube ich, schon einmal hier aufgemacht hatten. Ich hoffe, ich kann noch eine Infokarte einbauen. Ich könnte so viele Infokarten hier euch reinhauen, aber ja, das haben wir halt dann halt über die dann aufgemacht. Genau, deswegen kaufe ich selbst eigentlich fast nie was Neues. Weil es kommt ja von Konami oder kam von Trader vorher, deswegen war das eigentlich nicht so wichtig für mich. Es sei denn, ich mache halt nebenbei noch, mache ich Card Market und ich bin halt als gewerblicher Händler tätig, weil das war mehr oder weniger so ein... Als ich mit Trader angefangen habe, damit zu arbeiten, habe ich dann gesagt, okay, cool, dann mache ich das halt dann gleich mit, weil ich muss sowieso so viel, ich habe so viele Karten haben durch die Cases, ich muss was verkaufen, deswegen kann ich gleich Gewerbeschein machen. Und habe deswegen auch halt hier, gehen wir mal hier rüber, kaufe ich halt selbst auch Cases teilweise. Hier zum Beispiel Special Edition Case von Dark Neostorm haben wir jetzt hier zum Beispiel am Start, die kaufe ich dann mir selbst. Und dann ist das meistens halt immer so lustig, wenn halt neue Releases, sagen wir mal, wenn das Dark Neostorm Special Edition, die kommt Donnerstag raus, dann sitze ich zu Hause und warte. Wer kommt zuerst? Kommt zuerst Konamis Paket an oder kommt zuerst das Paket von meinem Großhändler an? Und dann, je nachdem wer ankommt, machen wir entsprechend halt entweder das Konami-Opening oder wir machen da halt unser eigenes Opening. Und dann machen wir halt die Konami-Sachen halt dann später halt auf, wenn wir halt das über unsere eigenen Sachen machen. Ich kaufe mir halt immer so meistens irgendwie ein, zwei Cases oder so, verkaufe ein paar davon. Und je nachdem, ob ich was fürs Opening brauche, kann ich halt ein bisschen was halt davon abzwacken und für meine eigenen Openings, auch für Random Pack Openings benutzen. Und die dann hier mit in die Booster Wall mit reinpfeffern, sodass wir halt ein bisschen mehr Varietät haben, sagen wir es mal so. Deswegen ist das immer so ganz lustig, je nachdem, was Neues kommt. Entweder habe ich das für mich selbst vorbestellt, weil ich das als Händler verkaufen möchte, oder ich bekomme es halt von Konami und das machen wir halt, je nachdem, wie der Release ist. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr im Mai, war super entspannt. Wir hatten, glaube ich, nur ein einziges Set-Release. Das war, schön. Nachdem wir, glaube ich, Ende Mai oder Ende März, glaube ich, irgendwie drei innerhalb von zwei Wochen oder so hatten. Das ist ja meistens irgendwie so, alle zwei Wochen soll ein Produkt rauskommen. Konami hält sich da nicht immer dran, manchmal sind dann halt irgendwie einen Monat Pause oder dann auf einmal irgendwie drei, vier Produkte innerhalb von vier Wochen sollte jede Woche das neues Produkt kommen. Deswegen, die sind halt immer ungeplant, aber ich versuche halt zu jedem neuen Produkt einfach direkt das Opening entweder direkt am Donnerstag zu machen, wenn ich halt eins der Produkte vor dem Donnerstag bekomme, damit ich das Video aufnehmen kann und hochladen kann, oder halt entsprechend auf den kommenden Montag, sodass ich dann halt wenigstens spätestens da das nachholen kann, weil das meine Opening-Termine sind auf meinem Kanal. Genau, und dann, wie ihr sich noch hier seht, haben wir halt noch Retro-Sachen. Wir haben so Retro-Tins, Retro-Displays, eher weniger letzter Zeit. Manchmal auch so extra Retro-Stuff, wie zum Beispiel jetzt, was ich euch auch vorhin in die Kamera gehalten habe, was wir noch demnächst mal aufmachen werden. Hier so eine Kybers-Collection. Boah, das reflektiert ganz schön. Zum Beispiel. Oder sowas wie, was wir schon mal vor zwei Jahren aufgemacht haben, was ich mir selbst dann günstig ergattert hatte. Halt sowas wie Magic Ruler oder Spell Ruler Displays. Dazu haben wir auch schon bereits ein Opening gemacht und halt auch ordentlich in unseren Random Pack Openings benutzt um das Jahr 2017 rum. Sowas holt sich eher weniger, weil das ist halt fucking teuer. Oh mein Gott, solche Displays. Die gehen meistens irgendwie 200, 300, 500.000 Euro, ey, oder 1.000 Euro. Das ist... Das geht schon ganz schön in die Magengruppe. Bei den Tints geht das so meistens, weil da sind ja nicht so viele Booster drin, aber die sind trotzdem auch so manchmal... Einige geht schon 100, 150 oder 200, das tut schon weh, aber für ein Opening von so einem Display, von so einem Ding, ja, macht man es dann halt manchmal. Und ich versuche halt irgendwie so ein Retro-Opening irgendwie in einem Monat reinzukriegen. Wenn wir Glück haben, weil nicht so viel los ist bei Konami und nicht so viele neue Openings reinkommen, versuche ich halt zwei zu machen. Je nachdem, wie das passt. Am liebsten habe ich halt, wenn wir halt keine neuen Releases sind, dass ich das einfach abwechsle zwischen Random Pack Opening und dann einen beliebigen anderen Opening. Meistens habe ich ja schon die meisten Sets schon hier aufgemacht von den neuen, die rausgekommen sind. Es gibt aber einige, die sind halt so kacke gewesen, die habe ich dann wirklich auch während meiner YouTube-Zeit einfach mal geskippt. Eine Schande, schändlicherweise zum Beispiel war das, glaube ich, die Dranks of Legend, die erste. Aber das lag daran, weil ich da kein Geld hatte. Das war genau zum falschen Zeitpunkt released worden. Ich konnte mir das nie wirklich leisten, das Ding jetzt zu holen. Deswegen haben wir es nie geholt. Oder halt ein paar... Bestimmt irgendwie so ein Star-Pack oder irgendwie sowas, was immer zwischendurch war, was wir nicht aufgemacht haben. Das sind so Sachen, die wir halt nicht
ja, sehr, sehr selten vor die Kamera irgendwie kriegen. Ich versuche halt alles abzudecken, was wir bisher noch nicht hier aufhatten. Ich meine, der Wunsch ist halt einfach, jedes Produkt einmal geöffnet zu haben hier auf dem Kanal. Dann gucke ich halt immer so mal, wenn ich mal irgendwo ein Angebot finde, dann schnappe ich halt zu und dann machen wir halt auf. Wir haben zum Beispiel auch von sehr vielen Displays, die ab Star Trek Last und zurück, glaube ich, kann man so gucken. Da haben wir auch viele 5D-Displays und so nicht gehabt. Das ist halt ein bisschen schwierig, immer irgendwas davon zu finden und das wirklich halt abzudecken. Ich habe auch, glaube ich, ganz viele Sechsel-Displays auch teilweise ausgelassen. Ich glaube, Cosmo Blazer, Abyss Rising, das müssen wir auch noch irgendwie nachholen. Das hätte ich damals alles für relativ günstig kaufen können, aber damals waren mir einfach nicht die Mittel zur Verfügung und deswegen müssen wir das versuchen, irgendwie nachzuholen. Und das sind halt dann die Openings, die ich versuche, dann irgendwo mal zwischendurch reinzuschmeißen. Irgendwelche Sachen, die wir bisher noch nicht hier aufgemacht haben, aber noch gerne aufmachen möchten und wo ich immer halt wieder am Suchen bin und mal gucken bin. Manchmal gibt es auch nette Kommentare von Leuten in den Comments, die mir dann ein paar coole Empfehlungen machen, wo gerade was günstig ist irgendwo und dann reinholen. Aber grundsätzlich sage ich euch eines. Sucht, ihr müsst fucking suchen nach dem Zeug. Das Zeug wird euch nicht auf ein Silbertablett serviert. Ihr müsst manchmal dann auf eBay auf die 70. Seite gehen, nachdem ihr noch irgendwas eingetippt. Ihr müsst bei Google in die 50. Seite mal durchgehen und dann findet ihr wirklich manchmal Goldgruben. Aber es ist extrem schwierig zu finden und es ist nicht so, als ob ihr einfach hier, keine Ahnung, ich will jetzt ein LOB Display First Edition hier, ich kriege jetzt meinen Amazon Affiliate Link und dann kannst du das Ding kaufen. So einfach ist das nicht. Man muss halt schon suchen und wenn mehrere Augen suchen, dann findet man das auch leichter, aber das sind auch mehrere Augen, die dann halt drauf sind, die das kaufen wollen. Deswegen ist das halt meistens auch schnell wieder weg. Deswegen muss man halt Glück dabei haben und das ist halt so ein bisschen mein Workflow. Also wenn ich ein Opening machen möchte, versuche ich halt immer Abwechslung zu haben. Ich versuche wirklich, dass jede Woche was Neues ist. Also entweder halt ein neues Produkt, das ist eh immer neu, das ist dann halt cool, dann machen wir das Release fertig. Und wenn wir dazwischen halt Luft haben, dann machen wir halt ein Random Pack Opening, wo wir halt einen schönen Mix daraus haben. Und dann jedes Mal, manchmal haben wir super geile Random Pack Openings, manchmal super beschissene Random Pack Openings. Oder machen wir halt eine Challenge mit seinen Freunden. Oder wir versuchen halt unser Sortiment aufzufüllen an allen Openings, die wir bisher gemacht haben. Und ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir das schaffen, wirklich alles aufzufüllen, was wir bisher hier, ja, erreicht haben oder erreichen möchten, weil es gibt noch so viel altes Zeug, was wir noch nicht aufgemacht haben, von dem halt noch vieles aussteht. Und wie gesagt, beim Einkaufen ist bei mir persönlich der Fokus, wenn ich jetzt irgendwo reingehe, in einen Laden oder online, in einen Online-Shop, versuche ich einfach das zu finden, was ich bisher hier noch nicht auf dem Kanal aufgemacht habe. Ich versuche einfach meinen Content-Bereich weiter abzudecken, sodass wenn jemand nachher vorbeischauen möchte, kann er sich einfach ein Opening von jedem beliebigen Set hier angucken. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen älter ist, habe ich es ja trotzdem aufgemacht und habe mir entsprechend mein Feedback gegeben dazu. Und das ist halt so Punkt Nummer 1 dahinter. Und dann versuche ich halt zu gucken, okay, gibt es das günstiger? Es lohnt sich das dann wirklich halt ein bisschen über die Stränge zu ziehen und dann halt das wieder so teuer zu kaufen? Oder sagt man, nee, ich warte da noch manchmal. Manchmal ist es halt so random, manchmal kommen irgendwelche alten Boosterboxen, tauchen auf einmal irgendwo im Markt auf, und wir sind die wieder günstig. Oder irgendwelche Karten werden spielbar, irgendwelche wieder nicht spielbar, dann gehen die wieder hoch und runter. Und da muss man halt immer sehr achtsam sein, was man dann wann und wo und wie kaufen möchte. Deswegen bei mir immer Kopf immer zuerst Kanal, was möchte ich aufmachen, was haben wir noch nicht. Zweitens dann so, wenn ich das schon habe, kann ich das irgendwie im Random Pack Opening benutzen? So, dann denke ich mir, okay, gut, dann packe ich, sagen wir mal, wir haben da keine Ahnung, wir haben da so eine New Challenger Special Edition, haben wir schon alles davon aufgemacht, Super Edition. Die Super Edition haben wir schon aufgemacht, wir haben ein Display aufgemacht, wir haben Case aufgemacht davon, wir haben einfach alles davon aufgemacht. Wir haben, glaube ich, sogar eine einzelne Box aufgemacht. Ja, dann nehme ich einfach die 3 Booster da raus, nehme mir die Promo raus und dann legen wir die halt einfach mit hier zu unserem kleinen Haufen und machen halt ein Random Pack Opening irgendwann mal zwischendurch. Das sind halt so ein bisschen so die Gedanken hinter mir und mit dem Finden halt muss man Glück haben, das habe ich schon damals bei meinem Produktvideo euch erzählt und es ist halt nicht so einfach, wie man denkt. Was ich jetzt von euch wissen wollen würde, ist, wie macht ihr denn das? Also, wie entscheidet ihr euch bei Produkten? Vor allem bei mir zum Beispiel gibt es nicht diesen Punkt, den ihr wahrscheinlich habt, ist, wenn ein neues Set rauskommt, kaufe ich es mir oder kaufe ich es mir nicht? Weil ich gezwungenermaßen es kaufen muss, beziehungsweise halt auch für ein Opening teilweise zur Verfügung gestellt habe oder bekomme, weil ich entweder halt verkaufen möchte, beziehungsweise wenn ich halt selbst kaufe, dann weil ich es verkaufen möchte, oder weil ich es von Konami aufgrund von Promotion-Zwecken halt eh zur Verfügung gestellt habe, deswegen brauche ich hier mich da gar nicht zu entscheiden.
wie ist das bei euch? Wie entscheidet ihr? Ihr habt ja wahrscheinlich ein limitierteres Budget, würde ich mal sagen. Beziehungsweise einige haben wirklich ein sehr kleines Budget. Und wie teilt ihr euch das auf? Wie entscheidet ihr, was ihr kaufen möchtet? Wie entscheidet ihr euch mal auch mal irgendwie sowas gönnen zu wollen und aufmachen zu wollen, wenn es so ein bisschen oldschooler ist? Falls ihr es überhaupt öffnen wollt, es gibt ja Leute, die dann mich immer irgendwie in den Kommentaren runterhalten, weil ich sowas aufmache, dann irgendwie so, hä? Die sind doch dafür da, und man kann doch die schöne Box auch immer noch dann mache schön hinstellen, irgendwo so wie ich da oben so ein riesen Tin-Orgie da stehen habe. Also irgendwo muss auch der Spaß mit dem Yu-Gi-Oh! Kartenspielen sein. Deswegen hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr das plant. Eine Sache habe ich noch, und zwar uns als YouTuber. Ja, das habe ich jetzt so selbst jetzt nicht als Beeinflussung für meine Kaufwahl, aber vielleicht ist das ja bei euch. Beeinflussen wir euch irgendwie zum Einkauf? Wir als YouTuber, wenn wir ein Opening von einem bestimmten Produkt machen, sagen wir mal, wir machen hier, keine Ahnung, wir machen jetzt einen Spellruler auf und ihr sagt, hey, finde ich toll, will ich mir jetzt auch kaufen deswegen. Ist das auch eine... Gut, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das kann sich nicht hier leisten. Aber seid ihr dann auch so, hey, ich guck mal nach, ich versuche das mal, vielleicht finde ich das ja irgendwo für relativ günstig, ich finde die Karten, die da drin cool sind oder das, was er mir darüber erzählt hat, über das Set, oder ich finde es einfach schön, wie es aussieht. Und hol es mir deswegen. Ist halt so eine Sache, die mich persönlich eher weniger selbst motiviert, weil ich eigentlich kaum andere YouTuber mehr schaue, weil ich halt zeitlich das nicht mehr so geregelt bekomme. Ich hatte anfangs, als ich 2013 angefangen habe, so 2013 höchst zum größten Teil, wo ich noch Simply Unlucky und so geguckt hatte, so die anderen großen Opening-YouTuber, Cyberknight 8610, da habe ich dann halt wirklich auch ein bisschen Inspiration davon gezogen, so nach dem, was ich aufmachen möchte, weil ich das halt entsprechend cool fand, beziehungsweise das wäre was Tolles, was vielleicht noch nicht mal auf Deutsch jeweils irgendwie geöffnet worden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei euch vielleicht genauso ist, dass ihr sagt dann halt, hey, der Render Brain, der hat jetzt hier Soul Fusion aufgemacht und der hat gesagt, boah, die Thunder Dragons sind cool und die möchte ich jetzt auch haben irgendwie und deswegen hole ich mir das. Das wäre halt auch interessant für mich einfach mal zu wissen, ob wir wirklich halt auch irgendwie wirklich was erreichen in unserer Community und halt den Leuten auch wirklich eine Inspiration geben dazu, was sie sich holen möchten. Und falls ihr noch weitere verrückte, komische Ideen habt, so wie diese hier, lasst es mich wissen, dann machen wir auch gerne mal ein Video drumherum. Ich wollte euch ein bisschen zeigen, wie es so mein YouTube-Scheduling, sagen wir es mal so, zu den Openings und wie ist so mein Kaufverhalten, wie ich etwas hole für meine Openings. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüssi. Mir ist beim Editing noch eine Sache aufgefallen. Die Frage kam ja nicht von ungefähr, wie plane ich meine Openings, weil die Hauptbestandteilfrage war, wie mache ich meine Random Pack Openings und ja, wie entscheide ich die Booster, die ich benutze zum Aufmachen, wenn sie denn schon mal da liegen. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber mal live mit dabei sein. Wir machen mal einfach für das nächste Random Pack Opening, holen wir uns jetzt einfach mal die Booster raus. Zählen wir mit, wir brauchen nämlich 12 dafür, weil wir heutzutage 12 aufmachen wollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Ehrlich, so einfach ist das. Klingt komisch, ist aber so. 12 unterschiedliche Booster mit reinnehmen und dann geht's los mit dem Opening.